Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer Pressekonferenz im Funkhaus Regensburg. Es ist eine gemeinsame Pressekonferenz vom Funkhaus Regensburg und vom SSV Jahn Regensburg. Ich darf begrüßen den Geschäftsführer von Jahn. Er kümmert sich speziell um den Sport und wird hoffentlich eine tolle Mannschaft auf die Beine stellen. Dr. Christian Keller, herzlich willkommen. Zu einer tollen Mannschaft gehört ein toller Torhüter. Ich darf Ihnen jetzt unseren Neuzugang vorstellen, Stefan Loboe von Wacker Burghausen. Ein hochkarätiger Neuzugang für das Tor des SSV Jahn Regensburg und an unserer Seite der Geschäftsführer vom Funkhaus Regensburg, Gerd Penninger. Es geht heute aber nicht nur um die Vorstellung eines neuen Spielers, sondern es geht auch um die Vorstellung der neuen intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Funkhaus Regensburg und dem SSV Jahn Regensburg. Gerd, vielleicht bist du so nett und stellst einige Details der neuen Zusammenarbeit vor. Ja, ich freue mich, dass wir wieder einen Kooperationsvertrag eingehen können mit dem SSV Jahn, und zwar für 2 Jahre. Ich sage das jetzt nicht als Floskel, sondern ich bin ja selber wirklich seit Jugend ein Jahn-Fan, obwohl ich gar kein, selber nicht aus dem Raum Regensburg komme, aber den Jahn schon immer verfolgt habe, auch als ich 10 Jahre im Ausland war, habe ich immer geschaut, wie es den Jahn ergeht. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr schwierige Zeiten, bewegte Zeiten mitgemacht und habe immer schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es irgendwann einmal in normale Wege der Jahren sich entwickeln wird. Ich darf aber jetzt sagen, und es ist wirklich keine Floskel, dass ich das Gefühl habe, wir haben beim Jahren das erste Mal ordentliche Kaufleute, also wenn man Kaufleute, ordentliche Kaufleute sagt, dann denkt man nicht, dass sie gewaschen sind, gut gekämmt und gut gekleidet, sondern im Sinne des Gesetzbuches, des Handelsgesetzbuches oder auch von der wirtschaftlichen Terminologie, so ordentlicher Kaufmann, der mit Sorgfalt, gesetzestreu ein Wirtschaftsunternehmen führt. Und dieses habe ich eigentlich beim Jahren immer sehr stark vermisst. Es war wohl sportliche Kompetenz da, aber das nutzt nichts, wenn man nicht ein Unternehmen auch gut führen kann. Das ist bei mir jetzt das Gefühl, dass wir mit dem Dr. Keller nicht nur ein sportliches Konzept haben, aber ein sportliches Konzept, das den wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasst ist. Und deshalb schauen wir gut in die Zukunft. Das wird zwar nicht leicht werden, aber ich glaube, dass es der einzige Weg ist. Und deshalb haben wir uns auch bereit erklärt, nach längeren Gesprächen intensiv zusammenzuarbeiten. Vielleicht nur ganz kurz, die Kooperation sieht so aus, dass wir zunächst einmal Charivari ist der Kooperationspartner, aber wir haben auch die Möglichkeiten, mit GOMFM zusammenzuarbeiten innerhalb dieses Kooperationsmodells. Wir haben 6 größere Werbekampagnen vor. Wir begleiten natürlich redaktionell auf beiden Sendern den SSV Jahn in der nächsten Saison und wir werden auch begleiten verschiedene Events, verschiedene Kampagnen, die der SSV Jahn vorhat. Da sieht man schon wir gehen ins Bayerische, auch die Fußballschule, also ich kann es gut aussprechen, die Fußballschule werden wir auch mit begleiten. Also wir freuen uns. Und wir haben auch Verkaufsaktionen vor, weil wir da vielleicht geschickter sind oder hübsche Damen haben, die im Stadion arbeiten. Das war jetzt am Samstag auch der Fall, glaube ich. Da haben wir alles verkauft, was zu verkaufen war. Von unserer Seite ist alles perfekt und ich freue mich, wenn wir heute den Vertrag unterschreiben. Herr Dr. Keller, natürlich eine erfreuliche Nachricht für euch. Medienkampagnen bedeuten hoffentlich auch mehr Zuschauer im Stadion. Hoffentlich. Also ich freue mich natürlich auch sehr, vor allen Dingen, weil ja nicht nur der Vertrag verlängert wurde, sondern weil er inhaltlich deutlich ausgeweitet wurde. Und wie gesagt, wir möchten die Kooperation, die bis dato schon gut war, nochmal auf eine neue Ebene stellen. Und von der neuen Ebene profitiert, ich glaube, das kann man so deutlich sagen, allen voran natürlich der Jahn. Und dafür bin ich dem Funkhaus und Herrn Penninger wirklich sehr, sehr dankbar, weil es für mich auch ein Signal dafür ist, dass die Botschaften, die wir seit einem Dreivierteljahr versuchen zu setzen, ankommen und dass sich mit dem Funkhaus ein erster Partner deshalb auch entschieden hat zu sagen, wir bleiben nicht nur beim Jahn, sondern wir machen da deutlich weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Jahn dabei auch ein verlässlicher und starker Partner sein wird und auch seinen Teil dazu beitragen wird, dass das Funkhaus in 2 Jahren sagen wird, wir waren damit zufrieden und wir machen hoffentlich nochmal 2 Jahre dran. Dankeschön, Dr. Keller. Ja.
Jetzt wollen wir Ihnen den Neuzugang des SSV Jahn Regensburg ein wenig vorstellen und präsentieren. Der Jahn kann natürlich nicht ohne Torhüter in die neue Saison gehen, ist ganz klar. Patrick Wiegers und Bernhard Händel werden den Verein verlassen, aber es wurde für einen hochkarätigen Ersatz gesorgt. Stefan Loboyer kommt von Wacker Burghausen, dem ehemaligen, muss man jetzt im Moment noch sagen, Liga-Konkurrenten des SSV Jahn Regensburg nach Regensburg. 32 Jahre alt, 1,94 groß, 95 Kilo schwer, könnten auch 94 Kilo sein, sagt mir mein Auge. Stefan, warum kommst du nach Regensburg? Ja, das ist so, dass ich hatte mehrere Möglichkeiten gehabt zu wechseln und ich denke, ich habe eine ganz ordentliche Saison gespielt und der Keller hat mich angerufen gehabt und gefragt, ob er mir das vorstellen kann und nachher haben wir uns getroffen und hatten ein sehr, sehr langes und intensives Gespräch und da hat er mir richtig Bock auf den Herrn gemacht und das Ganze hat sich dann verfestigt, wo ich mir dann auch noch mehr Informationen geholt habe und wie gesagt, ich hatte trotz allem auch noch Gespräche mit anderen Vereinen, aber insgesamt hat mich einfach das aber das Konzept und der Herr Keller hat mich überzeugt. Und natürlich ist natürlich auch klar, dass man kann vielleicht in einem Jahr in einem neuen Stadion spielen. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Ich habe mir selbstverständlich auch Informationen geholt, auch über die Stadt, ob das hier auch Spaß macht zu leben. Und das ist natürlich auch immer wichtig. Und insgesamt denke ich, dass es eine junge Mannschaft ist, die Potenzial hat und die jetzt noch verstärkt werden soll. Und deswegen habe ich mich einfach insgesamt dafür entschieden, aber nicht nur das, sondern einfach auch das Gefühl einfach hat, einfach auch den Auftrag gegeben. Und erzählt auch nicht immer der ein oder andere Euro mehr, sondern ich muss das machen, wovon ich wirklich überzeugt bin. Und das war einfach jetzt so der Fall und deswegen habe ich den Schritt gemacht. Herr Dr. Keller, ganz kurz zu den Vertragsdetails. Natürlich wollen wir die Summe, die der Herr Loboyer verdient, nicht wissen, aber wie lange ist die Zeit, die er denn hier in Regensburg verbringen wird? Also wir wollten beide eine langfristige Bindung. Ich sage auch gleich warum. Ich sage auch zuerst, wie lang sie ist. Wir haben gesagt, wir machen mindestens 2 Jahre. Und sind eigentlich auch beide der Meinung, dass wir gerne noch ein drittes dranhängen möchten. Deshalb hat der Vertrag mit Optionsregelung auch ein drittes Jahr auch noch, also bis 2017 sogar. Warum wollte es ich so lang haben? Weil ich der Meinung bin, wir haben die Chance gehabt und sehr erfreulicherweise genutzt, den besten Torhüter der dritten Liga aus der abgelaufenen Saison für ein Jahr zu verpflichten. Und wer der beste Torwart in der dritten Liga ist, der hat definitiv Zweitliga-Format. Dazu kommt dann auch noch, dass Stefan nicht nur sportlich für uns ein ganz, ganz wichtiger Neuzugang sein wird, sondern dass er einfach auch in seiner Persönlichkeit uns Elemente geben wird, die uns so noch fehlen. Weil wir haben mit Sicherheit gute Spieler, wir haben Leistungsträger auch schon jetzt in der Mannschaft, uns fehlt aber einfach so ein Stück weit Führungsspieler in unserem Kader noch. Und Stefan ist ein absoluter Führungsspieler, war überall, wo er gespielt hat, entweder im Mannschaftsrat, war Kapitän oftmals sogar, und hat in seiner Karriere unglaublich viel erlebt, wird er nachher mit Sicherheit auch selber noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und wenn wir eine junge Mannschaft mit viel Potenzial haben, dann brauchen die einfach auch Säulen, an denen sie sich orientieren können, von denen sie lernen können. Nicht nur vom Trainer, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Und das weiß ich, dass der Stefan das sein wird und dass wir mit ihm in eine gute Zukunft gehen und auch ins neue Stadion. Stefan, es wurde gerade angesprochen, du verfügst über sehr, sehr viel Erfahrung. Du bist auch in die deutsche U18-Nationalmannschaft berufen worden. Du hast einen deutschen Pass und einen Pass der Elfenbeinküste und du hast für die Elfenbeinküste auch gespielt bei wichtigen Länderspielen. Ich erinnere da an das Halbfinale im Afrika-Cup 2008, Elfenbeinküste gegen Ägypten. Ja. Ist das vielleicht so ein Riesenerlebnis, das du im Hinterkopf noch hast? Ja, selbstverständlich solche Sachen prägen. Und ich glaube, bei einer Kontinentalmeisterschaft da im Halbfinale zu stehen, ich glaube, das ist für jeden ein Highlight, für jeden Spieler, egal ob er Bundesliga spielt oder nicht. Aber das ist nicht nur das Erlebnis, ich habe auch schon das eine oder andere Erlebnis gehabt auf meinem Weg, das mich einfach geprägt hat und wo ich auch das Glück hatte, einfach von erfahrenen Spielern zu lernen. Und irgendwann ist es für jeden an der Zeit, dass er vielleicht mal versucht, selbst was weiterzugeben. Und das möchte ich eigentlich gerne machen. Und wie der Keller es gerade eben schon gesagt hat, ich war in den letzten 6, 7, 8 Jahren war ich eigentlich zumindest überall im Mannschaftsrat, wenn ich Kapitän oder Vizekapitän. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wenn man junge Spieler im Kader hat, die auch, wie ich das mitbekommen habe, gewillt sind, Dinge anzunehmen, glaube ich auch, dass ich da helfen kann. Und das möchte ich sehr, sehr gerne machen. Das habe ich jetzt in meiner letzten Station habe ich das auch gut hinbekommen. Und das ist eigentlich, entspricht meinem Charakter. Und ich übernehme gerne die Führungsaufgabe. Ich weiß, da kommt natürlich auch viel Verantwortung auf mich zu, aber ich bin mit dem bewusst und stelle mich gerne
und versuche einfach mein Bestes hier für den Verein zu geben. Jetzt versucht natürlich jeder Profi, sich fit zu halten, seinen Körper in Schuss zu halten, aber meine Kollegen aus Burghausen haben gesagt, was der Stefan Loboyer im Training gemacht hat in diesem Jahr, das war sensationell. Hast du da nochmal eine Schippe draufgelegt? Ja, ich habe versucht, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ich habe normalerweise ist es ja so, dass man nach den Spielen geht im Auslaufen. Ich habe auch trotzdem noch am nächsten Tag 4 gegen 4 gespielt und weiter trainiert, weil ich bin einfach ein Spieler, ich brauche einfach die Fitness. Wenn die Fitness zu 100% da ist, kann ich auch wirklich absolut meine Leistung abrufen. Ich habe in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass wir vielleicht mal, wenn man, als ich in Fürth da, es super gelaufen ist und ich war dann Spieler der Saison und einer der besten im Kicker gewertet, da habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich dann vielleicht das eine oder andere Prozent weniger gemacht habe. Und in unserem Bereich macht das eine oder andere Prozent, macht dann vielleicht aus, ob der Ball am Posten geht oder ob er reingeht. Und da habe ich was gelernt. Und ich habe die Erfahrung jetzt und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ich muss härter arbeiten als die anderen und ich muss mehr arbeiten, weil ich einfach auch besser spielen will als die anderen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich denke, das hat sich sehr ganz gut funktioniert und das werde ich selbstverständlich auch für die Jahre tun. Blickt man vielleicht ein bisschen in die kommende Saison, man weiß noch nicht genau, wie der Kader aussehen wird. Was könnte so ein Ziel des Jahres sein? Was peilst du selbst an? Möglichst wenig Gegentore ist dein persönliches Ziel, behaupte ich mal, oder? Selbstverständlich, aber nein, ich denke, da bin ich jetzt noch der falsche Ansprechpartner. Ich muss natürlich, ich habe da vollste Vertrauen in die sportliche Führung und Christian Keller, dass da ein sehr guter Kader zur Verfügung stehen wird. Und dann muss man sehen, was da möglich ist. Kommt natürlich immer auf die ersten Spiele an und so weiter. Es ist alles noch zu früh für mich jetzt als 90er zu beurteilen. Ich möchte natürlich erfolgreich sein, ist klar. Und aber jetzt, dass ich jetzt irgendwie Ziele ausgebe oder irgendwie, mein persönliches Ziel ist natürlich, mein Traum ist, ich habe jetzt knapp über 80 Zweitligaspiele gemacht und wenn ich mal aufhöre mit dem Fußball, dann möchte ich, dass da eine 1 steht und ich möchte es mit dem Jan erreichen und ich hoffe, dass es klappen wird. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun und der Rest wird dann, die sportliche Führung wird dann schauen, was man da für einen Kader zur Verfügung hat und wer Trainer wird. Ist schon mal eine klare Ansage, also zweite Liga wird grundsätzlich mal angepeilt. Herr Dr. Keller, das kann mir zuhören. Herr Dr. Keller, wie sieht's aus? Sind weitere Neuzugänge in den nächsten Tagen zu erwarten? Und es gibt ja 763 Gerüchte um den neuen Trainer. Also ich werde auf alle Fälle nicht neuer Trainer, das steht schon fest. Gerd Penninger auch nicht. Wie sieht es denn in der Trainerfrage aus und wann können wir eine Verstärkung des Kaders erwarten? Also wir werden in dieser Woche noch mindestens einen weiteren Neuzugang präsentieren. Wir werden in dieser Woche auch noch mindestens eine Vertragsverlängerung präsentieren mit bestehenden Spielern, vielleicht sogar noch mehr als eine. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren. Und beim Trainer wird ja viel spekuliert. Ich habe heute auch die Zeitung gelesen, es ist schon wieder kein neuer Name, aber ein Name, der sich erhärtet, dazu kann ich nur so viel sagen. Ich habe viele Gespräche geführt, ich werde auch die nächsten Tage noch Gespräche führen und es ist verfrüht, wenn man sich medial auf einen Kandidaten festlegt. Ich möchte aber noch mal was ganz anderes sagen, weil es ja heute nicht um den Trainer gehen soll, nicht um andere Neuzugänge, sondern um den Neuzugang, der jetzt da sitzt. Wir haben uns darum eine langfristige Zusammenarbeit bemüht waren. Wollen wir natürlich in die zweite Liga, das ist auch das klar ausgegebene Ziel. Im nächsten Jahr wollen wir den Grundstein dafür legen. Ziel ist dann einstelliger Tabellenplatz, das haben wir letztes Jahr im Sommer schon verkündet. Und dann ab dem Zeitpunkt neues Stadion, dann muss es natürlich in die zweite Liga gehen. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Zu unserer Zusammenarbeit aber nochmal ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen, was auch verdeutlichen soll, wie intensiv das Stefan sich mit dem Jan beschäftigt hat. Stefan wird bei uns nicht nur im Tor stehen, er hat auch ganz bewusst darum gefragt, dass er auch im Nachwuchsbereich was machen kann. Er wird also auch im Aufbaubereich, das ist U12 bis U15, als Torwarttrainer agieren. Und das ist was ich glaube, was sensationell ist und was alles andere selbstverständlich ist und was dann auch nochmal dokumentiert, wie ernst ihm die Sache hier ist und dass er hier mit dem Jan langfristige Ziele verfolgte. Also den Nachwuchstorhütern steht harte Arbeit bevor, das sehe ich jetzt schon, aber eine tolle Sache. Ja, das war's von unserer Seite. Gibt es noch Fragen? Jürgen, bitte. An Herrn Loboyer erstmal herzlich willkommen in Regensburg. Dankeschön. Der Herr Keller hat ja, jetzt, ich sag mal, die Leistungsfähigkeit umschrieben als bester Torhüter der dritten Liga mit Zweitliga-Format. Das ist natürlich eine hohe Messlatte, ist dieser Druck, den Sie gerne annehmen und für den Sie auch keine Angst haben. Also nicht nur das ist Druck, sondern es ist auch Druck, dass ich von Burghausen komme. Ich bin mir dem bewusst. Aber ich brauche diesen Druck. Ich brauche diesen Leistungsdruck und ich brauche das, dass man viel von mir erwartet. Und das ist ein Druck, der mich einfach pusht und der mich motiviert.
Und einfach, ich komme hierher und möchte einfach den Leuten zeigen, dass ich alles geben will für den Jan. Dass ich hier von wirklich mich von Herzen hier entschieden habe für den Verein, nicht nur für finanzielle Sachen oder nicht nur, sondern weil ich einfach gesagt habe, insgesamt hier, ich glaube, das könnte passen. Und vor Druck habe ich keine Angst. Ich habe eigentlich als Torwart hat man immer Druck, man darf nie Fehler machen. Also das ist gar kein Problem. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Und wenn ich keinen Druck hätte, könnte ich nicht die Leistung abrufen, die möglich ist für mich. Und von daher ist es gar kein Problem. Okay. Und dann die zweite Frage an Herrn Keller. In der Pressemitteilung steht ja, dass der Bernhard Hindl ein Vertragsangebot ausgeschlagen hat. Heißt es, man hat sich da einfach beim Geld nicht geeinigt? Das ist eine Seite der Medaille. Wir haben ein Angebot gemacht und ich habe ihm gesagt, er kann sich einreihen hinter dem Stefan Leroux und ihm Druck machen, weil auch das war dem Stefan auch ganz wichtig, dass er eine Nummer 2 hat, die A von ihm lernen kann, eine junge Nummer 2 und B ihm aber auch jeden Tag im Training Druck macht. Sportlich wären wir uns ja, glaube ich, einig geworden, finanziell sind wir es nicht. Und wenn die eine Seite, also in dem Fall ja, ein Angebot macht und die andere Seite das Angebot ausschlägt, dann kann es keine weitere Zusammenarbeit geben. Trotzdem, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, hat der Bernie Hindl, seit er in der Saison im Tor gestanden ist, eine gute Saison gespielt, hat uns mit Sicherheit auch den ein oder anderen Punkt gerettet. Ich erinnere mal an Heidenheim, wo er kurz vor Schluss eine Sensationsparade hingelegt hat. Ich erinnere an das Spiel in Chemnitz, wo er zu Beginn einen Foul-Elfmeter hält, ja, was wir ansonsten mit Sicherheit nicht gewonnen hätten. Insofern gebührt ihm für die Leistung, die er in der Saison gebracht hat, Respekt. Und natürlich, so wie jedem Spieler, der ihn hier anverlässt, alles Gute für die Zukunft. Aber wenn ich da nachhaken darf, Saison, also sportlich hätten Sie eigentlich von Bernhard Hindl erfahren, dass er mit der Rolle als Nummer 2 prinzipiell keine Probleme gehabt hätte. Also ich glaube, ein Torwart, der Nummer 1 ist und dann Nummer 2 wird, hat auch sportlich damit ein Problem. Okay, ja. Aber letzten Endes ging es um diesen Aspekt gar nicht mehr. Es ist schon auf der Vorebene, finanzielle Situation kam man einfach nicht zusammen. Ne? Und das ist dann auch okay, wenn der Spieler gewisse Ansprüche hat, der Verein den Ansprüchen noch nicht gerecht werden kann, dann geht es sich halt nicht weiter aus. Und wer wird Nummer 2? Werden Sie noch ein Torwart holen? Also wir werden, so wie es auch mit Bernhard Hindl gewesen wäre, einen jungen Perspektivtorhüter neben den Stefan stellen. Und der soll genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Auf der einen Seite lernen von einem sehr erfahrenen Torwart, auf der anderen Seite ihm Druck machen. Entschuldigung, kann das dann aus der U23 sein oder werden Sie noch einen externen Torwart? Das kann sowohl als auch sein. Der Alex Seep hat eine sehr, sehr gute Saison in der Bayernliga gespielt und hätte es mit Sicherheit verdient, dass er ein Bonbon bekommt. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Dann gibt es noch einen Hinweis für die Fotografen. Gleich im Anschluss gibt es die offizielle Vertragsunterzeichnung SSV Jahn Regensburg, Funkhaus Regensburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch fürs Zuschauen und wünsche dem Stefan ganz, ganz viel Glück. Am Ende wäre es natürlich schön, wenn bei der Tordifferenz auf der zweiten Seite nur eine 8, 9 oder 10 stehen würde. Dann hättest du einen super Job gemacht. Viel Erfolg und ich glaube, er verdient auch einen riesen Beifall.